Moin Friends, was geht und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Heute zocken wir den DLC bzw. den ersten Cup vom DLC im 150er. Friends, ich hab so Bock mit. Wer darf die Ehre haben? Wer darf die Ehre haben? Ich weiß es nicht. Wir geben die Ehre dem Knochendrogen. Der Knochendrogen ist toll. Muss auch gespielt werden. Und ja, heute gibt's den ersten Cup. Ich hab so Bock, ich bin nach Hause gekommen, direkt aufnehmen. Diesmal nehme ich wieder irgendeine Kombi, keine Ahnung, Go-Kart, keine Ahnung, hier ist Standard Blau und mit dem KTV-Gleiter, los geht's. Denn hier kann man jetzt, Friends, das Menü switchen. Und dann sehen wir hier den goldenen Turbo Cup, den Glückskatzen Cup, den Rüben Cup, den Propeller Cup, den Fels Cup, den Mond Cup, den Stachy Cup, den Eichel Cup, den Doppelkirschen Cup, den Feder Cup, den Boomerang Cup und den Frucht Cup und. What the fuck? What the fuck? Man weiß einfach jeden. Es gibt einfach so Rübe oder goldener Turbo. Stachy und Digga, ich hab so Bock. Das braucht kein Sau mehr. Da geht's jetzt rein hier in den goldenen Turbo Cup mit. Paris Parcours von Mario Kart Tour mit der Toadspiste vom 3DS, mit dem Schokosum vom N64 und mit der Kokospromenade von Mario Kart Wii. In diesem Sinne, let's fucking go! Da geht's los, Friends, im Paris Parcours von Mario Kart Tour. Und ja, die Strecke kenne ich auch noch von Mario Kart Tour. Ich habe Mario Kart Tour ein bisschen viel gespielt damals und dieses Jahr noch nicht. Letztes Jahr Ende noch ein bisschen, aber es hat auch schon wieder nicht mehr. Und diese Map kenne ich da und man muss schon mal sagen, also so schlimm sieht die Map jetzt nicht aus. Nee. Die Map sieht jetzt nicht so schlimm aus. Die Hintergründe und so, die sind zwar nicht so besonders, aber ich finde es nicht so schlimm aus. Vor allem der Boden, das sieht voll geil aus. Und oh mein Gott, das ist einfach was ganz Neues. Und richtig, so richtig breite, so eine richtig breite Piste. Steht mal so breit und kommt mir das nur so vor. Ich habe keine Ahnung. Schon habe ich gerade Knochenbau so fett gemobbt. Und ja, das ist hier sehr schön gemacht, so durch Frankreich ein bisschen, so durch den Eiffelturm hier durch und dann hier links. Und ja, es sind jetzt endlich mal neue Strecken in dem Spiel, an die man sich jetzt erstmal gewöhnen muss. Und hier ist eine Piranha, alles klar, und das war dann auch schon gleich die allererste Runde. Aber ja, da wäre es auch geradeaus gegangen, aber da war ein Schild, ich muss doch links. Hä, wo kann ich da geradeaus fahren? Kann ich da rechts fahren? Nee, das ist... gesperrt, okay. Also ich finde es cool, dass es mehrere Wege gibt zum Ziel. Das gab es in Mario Kart Wii schon, aber in Mario Kart 8 jetzt nicht, ne? Mehrere Wege zum Ziel. Ja gut, doch Yoshis Piste gab es tausende Wege, aber... Okay, dann gab es halt das da auch schon. Aber da finde ich es auch cooler. Weil jetzt könnte ich auch links fahren. Gucken wir uns den Weg auch mal an. Dann können wir rechts noch, aber gibt es keine Items jetzt hier gerade, oder wie? Und Röhren, ne? Okay, da gab es jetzt keine Items. Ich weiß nicht, warum die das jetzt nicht da auch reingepackt haben, wenn sie es beim anderen Weg reinpacken. Aber okay. Da kam immer noch nicht geradeaus. Ich weiß nicht, was das Spiel da von mir, wie da hinkommen soll. Ich muss da nochmal gucken. Ah, oh mein Gott, die können sogar einmal einleiten. Jetzt muss ich rechts fahren. What? Was passiert hier jetzt? Fahren wir zurückwärts. Ja, lol, wir fahren denen einfach entgegen. Hä? War das in Mario Kart Tour auch schon? Hey, ist ja voll cool. Wir fahren jetzt einfach rückwärts. Ja moin, das erklärt jetzt auch den Weg. Ist ja cool, die Map verändert sich einfach zwischen den Runden. Ja moin. Okay, das hat mich jetzt überrascht. Holy shit. Das ist nicht dein Ernst, ich will nicht. Ich will erst lernen. Please. Okay. Friends, ich würde sagen, wir haben das erste Rennen gleich fertig. Und ja, die geht auch ordentlich lang, die Map. Krieg ich da eigentlich geradeaus durch? Ich werde davon getroffen. Nein, bitte. Piss dich. Oh mein Gott, ich habe mich noch getroffen. Okay, da kommt man Licht. Da kommt man einfach nur mit Pilz durch, so wie es aussieht. Alles klar, okay, wisst mal Bescheid. Wilde erste Map. Jetzt geht's aber weiter. Bei der Trotzpiste. Ui. Da geht's los. Und ja. Ja, okay, also ich habe Mario Kart 7 nie gespielt, ich kenne nur die Map, aber ich habe den Pilz Cup mal gespielt von Mario Kart 7, aber das war's auch. Deswegen kenne ich die Map von da, aber man sieht schon, dass der Hintergrund eindeutig auf Mario Kart Wii angelehnt ist, da hinten mit dem Publikum. Und dass die Texturen nicht so geil sind, wie bei den anderen Mario Kart 8 Strecken.
Okay, dann kann ich schon verstehen, aber ich habe trotzdem Bock. Ich habe so Bock, einfach neue Maps. Weil ich ja nie so Mark Hard Hex spielen konnte, wie so ein Hübel oder so ein David. Ist das für mich jetzt echt was Besonderes. Was Neues mal zu sehen. So, perfekt, alle weg, wunderbar. Totsbiste kam ja auch schon mal Kartur vor. Da habe ich das letzte Mal, glaube ich, gespielt sogar. Ja, ich glaube, den habe ich. Das stimmt, da kenne ich die natürlich auch. Lol, habe ich so viel öfter gespielt. Stimmt. Und ja, diese ersten zwei Parts von dem DLC, die sind natürlich ohne Thema. Ich weiß noch nicht, ob das nach den zwei Parts überhaupt noch weitergeht im 200 Dot, das weiß ich noch nicht. Ich glaube aber eher weniger, dass ich dann da was Neues starte. Vielleicht gibt es auch mal ein neues Themenprojekt, ich muss mal noch schauen. Auf jeden Fall gucken wir jetzt uns hier erstmal schöne DLC an. Und der Toad, der sieht schon sehr cool aus, muss man schon mal sagen, dieser Riesenballon Toad. Das sieht schon sehr nice aus. Und ich will mich jetzt auch nicht wirklich beschweren, ich finde es jetzt nicht todesschlimm, wie das hier aussieht. Also, da haben wir alle rumgeflamed und so, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ist doch, es ist Hauptsache was Neues. So meine Meinung, ja. Ich finde es auch cool, wie Knochentrock mit dem blauen Reifen, mit dem blauen Kart. Sieht auch cool aus. Das haben wir jetzt auch schon in der letzten Runde. Ich habe ihn aber am meisten gespannt auf Kurgos Promenade, weil die habe ich ja früher mal ganz viel gespielt mit Mark Hardy. Hey, ich natürlich, wisst ihr Bescheid. So. Danke, dass du mich vor dem Item abschießt. Und ja, die Musik natürlich auch die gleiche wie damals. Bei den anderen, bei der Original-Map. Ich find's auch cool, wenn man Retro-Strecken mal dazu nimmt. Das ist, finde ich, cooler. Oder finde ich nicht cooler, aber finde ich's cooler. Ich find's cool, wenn Retro-Strecken lassen. Und wenn neue Strecken lassen, habe ich auch nichts dagegen. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt cooler finde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's zum Schokosumpf. Da sind wir. Schokosumpf. Vom N64. Und das sieht natürlich auch nicht schlimm aus. Ich meine, N64 war die Vorlage und jetzt gibt's sowas hier. Finde ich auch cool. Sieht auch cool aus. Und ja, ich finde es jetzt so krass, einfach 12 neue Cups werden kommen. Es werden 12 neue Cups kommen, wo alle neues Items sind. Es gibt einfach 24 Items als Cup-Zahl. Deswegen gibt es auch so ein goldener Turbo oder Glückskatze. Es gibt zweimal Katze. Finde ich sehr cool. Und die Musik? Die kenne ich gar nicht. Ich kenne die Schoko-Sumpf-Musik gar nicht, ne? Aber ja, auch hier die Höhle mit den ganzen Diamanten, Kristallen, das finde ich auch cool. Und die Fledermäuse, die gibt es natürlich auch. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nirgends schlecht aus. Da kann ich mich echt nicht beschweren bis jetzt. Nee, das sieht alles schön HD aus. Das ist. Ich finde, vor allem da ist auch schon neblig im Hintergrund, da kann man auch nicht so viel machen. Du wirst nicht die Bombe nach hinten, wenn ich hinter dir bin, danke. Nein, auch nicht vor dich. Auch nicht vor mich. Ich dachte, das Ding explodiert nur, wenn man gegen die fährt. Und zumindest, oder halt nach einer Zeit, aber nicht so schnell. Aber okay, danke. Ah ja, ich finde es ja ultra geil gerade. Ich habe da, oh mein Gott. Ich muss auch nochmal abchecken, wie das im Online-Modus funktioniert, ob man da dann so einen Modus hat mit nur DLC-Strecken oder nicht. Müsste ich dann auch gleich mal abchecken nach den Aufnahmen. Und ja, es wäre, oh mein Gott, ich bin so halb auf diese ganzen Strecken, weil mehr kennt man ja nicht, glaube ich. Alle, die bis jetzt freigeschaltet wurden, die hat man im Trailer gesehen, aber sonst kennt man, glaube ich, nichts. Deswegen bin ich so ultra gespannt, was da alles noch kommt. Ach so, ich habe doch voll auf den geworfen. Jetzt komm her, Alter. Danke, so zu spät hast du aktiviert, du Lappen. Du Lappenknochen. Du Knochenbruder, aber trotzdem Lappen. Und die Strecken sind irgendwie länger als die anderen, weil jetzt sind wir schon bei 10 Minuten. Wobei ich ein bisschen länger fürs Intro gebraucht. Ja, okay, sind glaube ich gleich lang. Ich dachte zum Beispiel, so ein Schokosumpf, der geht voll schnell rum, aber das stimmt gar nicht. Der hat auch seine Zeit. Und jetzt kommt ein Stachy. Können wir stehen bleiben? Genau, kann der mich kurz überholen. Easy, kein Ding. Dann wird der aufgehalten. Toad ist easy überholbar. Wieso leuchtet der Toad so? Okay, der hat gerade ein bisschen sehr geleuchtet, einfach so. Einfach plötzlich geist geworden, keine Ahnung. Er hat einfach geleuchtet. Und nein, ich falle ins Wasser. Nein! Er wurde abgeschossen. Das könnte sehr wichtig sein. Ich will nicht. Knochenbowser. Bro, gönn. Er hat eine Münze nur. Er hat nur eine Münze. Ja, okay, easy. Zack. Pilz war wichtig. Zack. Knochenbowser, der gibt echt nicht auf, der Junge. Der Junge will es echt wissen. Der wollte schon im ersten Rennen wissen. Aber wir haben es geschafft. Erster. Und jetzt, Friends, jetzt kommt die Kokospromenade. Jungs, jetzt kommt die Kokospromenade.
So, da haben wir die Kokospromenade. Und holy shit, das sieht da komplett anders aus. Ja, oha. Die ist ja komplett farbig plötzlich. Es ist ja mal komplett anders wie Mark Wii. Aber die Musik will ich hören. Ich will die Musik hören. Und es sind keine Aufzüge oder so Rollstühle mehr, sondern einfach nur diese. Ja, die gute Musik. Juhu. Auf jeden Fall sind es jetzt nicht mehr so richtig ganz Rolltreppen, aber besser als gar nichts. Und ja, hier diese Inseln und es ist einfach so viel mehr Sättigung drin. Es ist so viel mehr Sättigung drin. So, da gehen wir mal rechts rum, wir gehen beim Ball auch mal links rum. Hier die Fenster sehen auch cool aus. Und ja, okay, hier wurde die Rampe jetzt entfernt und die Autos. Ah, die stehen dann hier einfach nur. Okay, das war Mark Wii, aber besser. Da haben sie so ein wenig hoch aufgehalten, man hat auch noch ein Item bekommen und ein Turbofeld und alles. Da wurde es irgendwie hier gespart. Ich gehe mal hier unten rum. Ich will mal hier unten rum, ich will hier unten rum, ich will hier unten rum. Okay. Haben wir das auch von unten jetzt gesehen? Ich muss auch gleich gucken, ob es die Abkürzung gibt mit dem Pilz. Oh nein, die ändert sich, das ändert sich, das ändert sich. Nein! Oh mein Gott, die auf mich abzuschießen. Ja, so. Hier links ist auch ein Turbostreifen, aber ein. Warte schon. Ich weiß es nicht. Warte. Wir gehen jetzt erstmal geradeaus. Das wäre sehr krass damals. Das ist aber diesmal nicht auf einem Glasfenster. Okay. Aber wir können fliegen. Das ist dann wenigstens eine Neuerung. Oder eine Mechanik, die man dann von Marker 8 übernommen hat. Das ist nice. Die Autos sind aber nichts Besonderes, dass sie einfach nur rumstehen. Das ist ein bisschen sad. Aber okay. Jetzt kommt noch die Frage, gibt es die Abkürzung? Es gibt die Abkürzung und man fährt da auf komischen Holz und deswegen bleibt man stehen oder was? Okay. Haben wir die auch gesehen? Wunderbar. Die war aber Mark Wii eine stärkere zumindest. So, hier gibt es auch noch das Turbofeld. Okay, passt. Also ist quasi alles fast gleich, außer das Fenster am Ende bei der Riesenrampe, wo man nicht mehr auf dem Fenster fährt. Diese Rampe fehlt. Und die Autos, die stehen da einfach nur rum. Ist auch anders. Okay. Aber ne, finde ich auch cool. Auch die Musik und so. Finde ich richtig cool. Finde ich richtig cool. Richtig geil. Aber leider, Friends, warst du es jetzt auch schon im ersten Cup. Aber es kommt natürlich noch einen zweiten, den ich auch gleich aufnehmen werde. Und oh mein Gott, ich habe richtig Bock. Wenn da alle mal draußen sind, dann kann man Mark halt wieder richtig suchten. Sehr, sehr Hype. So. Goldener Turbo-Medaille. Und goldener Turbo-Trophäe. In diesem Sinne, 3 Sterne. Muss man natürlich auch wieder freischalten, ne? Die 3 Sterne überall. Die sind natürlich auch wichtig. Und ja, in diesem Sinne bedanke mich fürs Zuschauen. Das war der erste Cup vom neuen DLC, von der ersten Welle. Und ja, lasst ein Like da, wenn es dir gefallen hat, würde mich sehr freuen. Beim nächsten Mal gibt es auch noch den zweiten Cup. Und dann, ja, sehen wir dann, was hier da so kommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, wenn du neu bist, würde mich sehr freuen. Und noch einen schönen Tag. Und bye.